Du hast jetzt also Lust, hier ein Usher Wheel zu kaufen, eins von den neuen, und weißt noch nicht so richtig, ob das was für dich ist? Dann schauen wir uns das jetzt in diesem Video an und ich werde dir mal ein bisschen was über dieses wundervolle Stück hier erzählen. Moinsen, Freunde der Sonne, willkommen zu einer neuen Review. Ich habe vor kurzem ein wunderschönes Paket bekommen von dem simrayshop.de, von dem guten Danzu. Und der hat mir leihweise mal das Usher Atura Ultimate zukommen lassen. Wir hatten ja vor einer Weile schon mal das Pro hier und haben uns das mal angeschaut. Und jetzt habe ich mir dieses wunderschöne Gerät hier nochmal besorgt und möchte euch dazu mal ein paar Gedanken aufzählen, beziehungsweise ob das denn hier jetzt wirklich den Preis wert ist. Und das machen wir wie immer. Wir gucken einfach mal in die Box rein, dann sprechen wir mal ein bisschen über die Qualität und dann schauen wir uns das Ganze auch mal an, wie das so im Rig läuft. Also, was kommt denn jetzt hier in der Box mit? Das Wheel ist drin, logischerweise. Der Quick Release ist nicht enthalten, den habe ich selber angebaut. Und dann haben wir hier noch so ein paar andere wunderschöne Sachen drin in dem Karton. Das riecht nach Neuware. Auch Mozi findet das sehr interessant, wie ihr sehen könnt. Wir haben Sticker dabei, logischerweise. Ohne Sticker wäre es halt nicht so schön. Was ich sehr schön finde, ist, dass der Karton auch noch mit seinen Key Features beschriftet ist, also von dem Wheel. Das macht einen sehr schmalen und schönen Eindruck. Es ist nur was Ästhetisches, aber man soll sich ja oder man möchte sich ja freuen, wenn man das Ganze auspackt. Dann haben wir hier noch eine USB-Verlängerung drin. Wir haben noch Schrauben dabei. Wir machen heute einfach Unboxing und Review mit Katze. Nicht wahr? Ich habe gehört, Katzen im Internet sind ja so ein Ding. Wir haben Schrauben dabei, dass wir den Quick Release anschrauben können. Wir haben noch unzählige Buttons, die wir haben zum Wechseln. Das passende Werkzeug haben wir noch dazu. Eine Tüte, wo dieses wunderschöne USB-Kabel drin ist. Das ist von USB-C auf USB-C. Ich habe leider noch nicht rausgefunden, wofür das ist. Es gibt hier hinten auf der Rückseite einen Anschluss für ein USB-C. Ich gehe ganz stark davon aus, dass man dort weitere Quick-Releases anbauen kann, die alles innen drinne führen und hier das Signal sozusagen mit durchgeht. Und dafür ist das. Weil wenn du das nämlich anschraubst, kommst du direkt da dran. Ich vermute, dass es dafür ist. Dann haben wir hier noch eine Tüte für das Lenkrad. Und dann gibt es hier noch das passende Kabel dazu, was qualitativ sehr hochwertig ist, muss ich sagen. Und ich das auch sehr begrüße, dass es so eine gewisse Länge hat. Denn es ist nicht nur 2 cm lang, wie bei anderen Wheel-Herstellern. Nee, das ist schon sehr lang und das finde ich auch sehr gut, dass sie das Ganze ein bisschen länger gemacht haben. So, wenn wir uns das Wheel jetzt mal von der Qualität her anschauen, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass das sehr ähnlich ist wie das Atura Pro, was wir da hatten. Das wisst ihr jetzt da draußen natürlich noch nicht, weil ihr hattet es noch nicht zu Hause. Aber was man sagen kann von dem Usher Wheel ist, dass das sehr, 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 sehr wertig ist. Du packst das aus und du hast wirklich gleich das Gefühl, dass du für dein Geld eine Menge bekommst. Und auch hier hat Usher in der ganzen Reihe der Lenkräder, die dazu rausgekommen sind, wieder nicht gespart. Und das ist einfach fantastisch. Das ganze Gehäuse ist aus Metall. Also hier kannst du hören. Es hört sich nicht hohl an, wenn du klopfst. Das heißt, hier wird wahrscheinlich nur das Nötigste drin sein und nicht großartig Schnickschnack und Leerraum, dass es irgendwie noch groß Volumen ist. Es ist auch sehr dünn, wenn man sich das jetzt hier mal ansieht, im Vergleich zu anderen Wheels. Und die Schrauben, die wir auf der Rückseite haben, die siehst du halt wirklich fast gar nicht. Das heißt, wenn du vorne drauf schaust, siehst du wirklich ein sehr einfaches, nacktes, schlankes Lenkrad. An der Stelle muss man dazu sagen, ich habe hier die Version mit 6 Pedals. Das heißt, ich habe 2 oben dran. Ich habe die Shifter generell und die Kupplung ist auch noch mit dran. Und an der Stelle muss ich sagen, die Shifter gefallen mir sehr, sehr gut. Die sind nicht zu laut, die sind nicht zu leise. Sie haben ein sehr schönes Klickgefühl und sie haben einen sehr schönen Widerstand. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, wenn du große Hände haben solltest, so wie meine Wenigkeit, wirst du das eine oder andere Mal, wenn du hier mal auf die Kamera guckst, wirst du hier ein bisschen hängen bleiben. Ich bin ja ein Mensch, der etwas größere Hände hat und für mich ist das immer ein bisschen schwierig. Ich gehe ganz stark davon aus, wenn man hier hinten die Schrauben löst, kann man das Ganze noch etwas modifizieren und anpassen. Darauf habe ich jetzt mal verzichtet, weil es nur eine Leihgabe ist. Aber das könnte man sicher noch anpassen, dass du es ein bisschen weiter wegkriegst und du hier genau diese Schwierigkeiten nicht hast. Von den Buttons her würde ich sagen, sind das die besten Buttons, die ich bis jetzt in der Hand hatte. Also ich hatte ja von den neuen Wheels, die im Haus waren, bis dato von Cube Controls eins da.
Und die Usher Wheels hatte ich da. Und hier muss ich ganz ehrlich gestehen, sind das so aktuell die schönsten, die ich bis dato gedrückt habe. Jetzt wird sich der eine oder andere fragen, was kommt da jetzt bei den Buttons raus, dass du das unbedingt so toll finden musst oder dass du das so toll findest. Sie haben ein sehr schönes Druckgefühl. Sie haben sehr, sehr schönen Widerstand. Und das Klicken ist so befriedigend und das zieht sich wirklich komplett auf allen Buttons durch. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass hier Rotary Encoder drin sind. Also du hast sowohl zwei hier oben und dann hast du auch noch zwei da. Das heißt, wenn du jetzt deine Hand hier reinlegen würdest, hast du diese vier Buttons und zwei Rotary Encoder plus die beiden, die hier hinten dran sind. Und du musst nicht aus dem Lenkrad rausgehen und umgreifen. Was ich sehr schön finde, denn falls du mal irgendwas verstellen musst, sagen wir mal, du fährst LMDH und du möchtest jetzt die Stromverteilung, sage ich mal, umstellen, von Attack auf Balance oder was auch immer du einstellen möchtest oder deine TC ständig wechselt, beziehungsweise ABS, funktioniert das hiermit wirklich fantastisch, denn der Widerstand ist groß genug, auch mit der Handschuhe. Also ist jetzt nicht so, als wenn du das auslöst und du drückst 3, 4, 5 Mal am Stück. Nee, das ist wirklich ein sehr schönes, snappiges Gefühl und das rastet auch sehr gut ein. Und das funktioniert auch sehr gut mit der Handschuhe, dass du da nicht irgendwie abrutscht oder das nicht findest. Und da möchte ich Usher ein großes Lob aussprechen. Das ist wirklich sehr durchdacht und sehr hochwertig und macht beim Fahren auch wirklich sehr viel Spaß. Sprechen wir mal über die Griffe. Bei den Griffen habe ich am Anfang gedacht, die sind schön weich und angenehm und eigentlich gar nicht so hart. Aber so nach längerem Fahren musste ich sehr schnell feststellen, dass die Griffe doch sehr hart sind. Das wird wahrscheinlich über die Zeit, wird sich das noch ein bisschen ändern. Ich bin das Wheel jetzt 3 Tage gefahren, also ein 24er damit, ein 3-Stunden-Rennen und so noch ein bisschen Probe gefahren. Und für mich persönlich könnten die ein bisschen weicher sein. Das liegt bei mir aber auch wieder an der Stelle, wie ich vorher gesagt habe, an den großen Händen. Ne? Für mich ist das hier hinten, wenn ihr seht, meine Finger, die hängen hier hinten so drin und ich habe meine Hand nicht ganz zu, sondern sie ist halb offen. Und wenn ich das hier so in der Hand habe, dann ist das... Also gerade beim Krampfen, was man nicht machen sollte, was mir aber passiert das relativ häufig, dass man hier hinten an dem Griff sehr hart zudrückt. Was aber an mir liegt, nicht an dem Wheel per se. Aber ich würde mir selber persönlich wünschen, dass die Griffe etwas weicher sind. An der Stelle muss ich aber trotzdem sagen, dass die Griffe sehr ergonomisch sind. Also du greifst dort rein, du hast nicht das Gefühl, dass das nicht passt oder dass das irgendwie ein Fremdkörper in der Hand ist, sondern du gehst wirklich hier rein, nimmst es in der Hand und sagst dir, ja, das ist es. Sie sind sehr, sehr griffig. Also du hast jetzt auch ohne Handschuhe nicht das Gefühl, dass das irgendwie in deiner Hand rumrutscht. Und auch wenn du wirklich schwere Kurven fährst, hast du nicht sehr viel Bewegung. Es liegt sehr, sehr gut drin. Auch wenn du nicht krampfst und sehr hart zudrückst, liegt sehr gut in der Hand. Und was ich auch sehr schön finde, ist diese Anpassung hier oben für den Daumen. Es gibt ja Menschen, die legen den Daumen nicht hier rein, sondern legen den da oben drauf. Und dafür ist das hier auch sehr schön. Das habe ich auch ausprobiert und es liegt an der Stelle auch sehr schön in der Hand. Das heißt also, alles in allem sind die Griffe, bis auf meine persönliche Präferenz für etwas weichere Griffe, sind die auch sehr schön und sehr, sehr gut. Was kann man jetzt mit dem Wheel alles machen und verändern und umstellen und vielleicht umbasteln und modifizieren? Wie du ja beim Auspacken schon gesehen hast, kommen zig Buttons mit dazu. Und du kannst hier theoretisch, wenn du möchtest, diese Caps abnehmen und sie einfach abschrauben. Und dann kannst du alle Button Caps wechseln und ändern. Und das finde ich ziemlich cool, weil die Auswahl der Buttons, die hier mitgeliefert werden, ist extrem hoch. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass sie nicht beklebt sind, sondern das, was du hier drauf siehst auf den Buttons, das ist dort drauf. Das sind keine Kleber, die kommen so zu dir. Und wenn du sie jetzt wechselst, wechselst du nicht einen Aufkleber, sondern den Button und das, was da mit auf dem Button drauf ist. An der Stelle möchte ich sagen, eine Kleinigkeit, das weiß ich aber nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher. Bei mir ist hier oben der Flasher ein bisschen abgepult gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt war, weil ich befahre eigentlich mit Handschuhe und deswegen fast unmöglich. Aber bei mir hier oben war ein Button ein bisschen abgepult und dann konnte man auch das Licht dadurch sehen und nicht nur die Lampe oder, sag ich mal, das Symbol für den Flasher. Alles in allem finde ich das sehr, sehr schön, weil es gibt ja da draußen ein paar Menschen, die das sehr gerne auch bekleben und das individualisieren, so wie sie es gerne hätten.
Mir ist das ja immer relativ egal, das wisst ihr ja, ich fahre meine Lenkräder immer blank. Also für mich könnten die Buttons alle eine Farbe haben und müssen nicht irgendwie beklebt werden oder Symbole drauf, weil ich so viele Autos fahre und alles unterschiedlich belegt habe, je nach Auto, dass das für mich nicht zwingend notwendig ist, bis auf jetzt Blinker, Flasher und Quatschen. Zu den Rotary-Encodern, die wir hier unten noch haben, ein Gedicht. Das ist wirklich, also es ist auch beim Fühlen, du merkst halt wirklich jedes Klick und du kannst es auch hören. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Wir haben zwei Funky Switches noch mit dabei, wenn wir von den Buttons sprechen. Die sind sowohl zum Drehen und kannst du dann auch beispielsweise, wenn du deinen Reifendruck anpassen willst, kannst du die auch drehen oder du willst Sprit auffüllen und du hast die Möglichkeit halt in alle Himmelsrichtungen das zu bewegen und du kannst die auch drücken, was bei den Rotary Encodern nicht funktioniert. Was man aber auch hier an der Stelle machen kann, du hast hier die Möglichkeit, wenn du mal von hier oben reinguckst, ich weiß nicht, ob man das genau sehen kann, hier oben ist eine Schraube drinne. Und dann könntest du die beispielsweise auch abbauen und wechseln. Das heißt, dieses ganze Wheel kannst du theoretisch auseinanderbauen und für dich nochmal verändern. Du kannst sie hier abbauen, umlackieren, was auch immer du machen möchtest. Das ist schon sehr gut und sehr durchdacht. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal am Computer angucken, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass dieses Wheel, wie viele Wheels, die heutzutage rauskommen, auch die Möglichkeit haben, in SimHub anzusteuern. Das Schöne hier an diesem Wheel ist, dass bei SimHub selber, wenn du es integrierst und hinzufügst, schon vorgefertigte Profile drin sind, die sehr, sehr schön sind und sehr gut funktionieren. Du hast die Möglichkeit, dort alle Farben nach deinen Wünschen anzupassen. Du kannst da alles so hintüdern und basteln und individualisieren, wie du das möchtest. Das heißt, alle Buttons werden deine Farben haben. Du kannst die LEDs, die hier oben sowohl an der Seite rechts als auch links sind, ansteuern und alles für dich individualisieren, so wie du das möchtest. Selbiges gilt auch wieder für den Screen. Das ist ein Touchscreen, der hat wirklich eine sehr schöne Qualität. Also es ist wirklich ein gestochen scharfes Bild. Du hast die Möglichkeiten hier in die Ecken zu touchen und damit wieder was zu machen und das umzustellen. Also sowohl oben als auch unten. Und kannst dort beispielsweise auch deine Dashes wechseln. Es gibt ja Menschen, die das auch individualisieren und nicht so wie meine Wenigkeit Lovely Dash benutzen. Und hast die Möglichkeit, das auch alles zu machen. Das heißt, in SimHub kannst du dich danach, wenn du alles gewechselt hast und umgebaut hast, komplett austoben und das so basteln, wie du das möchtest. Alles in allem muss man sagen, das Wheel ist sehr teuer. Wir sind bei 1499 Euro. Wenn du das jetzt im SimRail Shop kaufen möchtest, kannst du das tun. Es ist viel Geld. Wenn ich mir das jetzt aber mal anschaue und wir vergleichen das mal. Wir haben jetzt hier die erste Variante vom GSI Wheel und das hatte mich damals auch 1500 Euro gekostet. Ist auch ein fantastisches Wheel, hat sehr gute Dienste geleistet. Es gab hier und da mal Kleinigkeiten, also Schwierigkeiten, das könnt ihr auch in der Review gucken. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, was wir früher für 1500 Euro gekriegt haben und was wir jetzt für 1500 Euro kriegen, hat das hier definitiv die Nase vorne. Der Vergleich ist jetzt nicht dazu da, um dir aufzuzeigen, dass das Wheel schlechter ist. Das können wir auch gar nicht vergleichen an der Stelle. Es geht nur darum, dass ich dir zeigen möchte, was sich mittlerweile getan hat in den letzten Jahren von hier nach da. Weil hiervon gibt es auch mittlerweile eine Neuauflage, versuche ich auch noch zu bekommen, dann gehen wir da noch mal genauer drauf ein. Wenn wir uns das jetzt betrachten für 1500 Euro, würde ich sagen, kriegst du mittlerweile mehr für dein Geld als früher. Denn wenn wir uns jetzt mal den Screen anschauen, der wirklich eine absolute Weiterentwicklung ist. Er ist gestochen scharf. Ich hatte mit dem Lenkrädern oder mit dem Lenkrad überhaupt keine Abstürze, gar keine Probleme. Ich habe das Wheel an meinen Rig angebaut. Ich habe hinten das USB-Kabel angesteckt und das funktionierte wirklich tadellos. Mit 2-3 Klicks hat das funktioniert, ohne großartig zu individualisieren, worauf ich jetzt erstmal verzichtet habe, weil es eine Leihgabe ist. Und es funktionierte out of the box, alles tadellos. Keine Abstürze, keine USB-Probleme, also wirklich überhaupt nichts. Keine Ausfälle, nichts. Also was ist jetzt mein Fazit zu dem Asher Wheel? Die ganze Reihe, also ich durfte jetzt 2 Wheels von dieser Reihe testen, durchweg absolut gar keine Enttäuschung. Ich hätte jetzt wirklich nichts, was ich anbringen könnte, was mir hier nicht gefällt, außer meine persönliche Präferenz, die hier an der Stelle überhaupt gar keine Rolle spielt. Das heißt, das hier ist ein grundsolides Produkt.
Und es geht genau in dieselbe Richtung wie das Atura, was wir vorher hier hatten. Also das kleinere ohne Display. Und ich bin damit rundum zufrieden. An der Stelle möchte ich Ascha ein sehr großes Lob aussprechen. Das Wheel ist eine absolute 9 von 10. 10 von 10 vergebe ich nicht, weil es perfekt wäre und perfekt ist nichts. Man kann immer irgendwas besser machen. Und ich möchte hier die Schlussworte wählen mit, dass ich es sehr, sehr schön finde, dass die Hersteller über die ganzen Jahre, seitdem es Simracing gibt und auch, sage ich mal, größer wird das Simracing, dass die Leute immer bessere Produkte rausbringen. Und du als Kunde für das Geld, was du früher bezahlt hast, heute sogar noch mehr kriegst als damals. Denn die Technologie entwickelt sich immer weiter und immer weiter und die Hersteller schlafen nicht und bringen dann sowas raus, was du nach Hause kriegen kannst. Und das hier ist ein absolutes Erlebnis. Das heißt, wenn du auf der Suche bist nach so einem Wheel, kann ich dir das hier wirklich nur ans Herz legen, das mal in die Hand zu nehmen und das mal auszuprobieren. Denn ich bin sehr verliebt in dieses Wheel und sehr begeistert. Ich hoffe, du konntest dir einen Eindruck verschaffen vom Ultimate und wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Und ich würde mich mal dafür interessieren, wie ihr das seht, was ihr von diesem Wheel haltet und ob ihr sogar Interesse daran habt, das zu kaufen. Wir sehen uns im Livestream unter der Woche oder in den Kommentaren. Lasst es dir gut gehen. Bis denn, Dansen. Ciao, Kakao.